herzlich willkommen bei Amazing Reviews. Heute zeige ich euch, wie ihr den Lazy Spa kinderleicht aufbauen könnt, Schritt für Schritt. Solltet ihr am Ende des Reviews Interesse an diesem guten Stück haben, so findet ihr weiter unten in der Textbox den zugehörigen Link. Näheres zum Produkt nach dem kurzen Intro. Zunächst einmal bereiten wir den Boden vor. Ich möchte vermeiden, dass spitze Steine unter dem Whirlpool liegen und diesen beschädigen könnten. Zudem lege ich noch einen alten Teppich darunter. Das ist aber ganz klar optional und muss nicht gemacht werden. Der Pool besteht nämlich aus einem dreischichtigen Material, was eine höhere Widerstandsfähigkeit und Stabilität sicherstellt. Gefühlt wird jedoch dadurch die Wärme besser beibehalten, da der Boden nicht so kalt ist und das Sitzen im Pool fühlt sich nochmals angenehmer an. Wie immer muss Safira erstmal alles obduzieren, ist ja schließlich ihr Garten. Aber gegen den Pool hat sie erstmal nichts, auch wenn er recht laut werden kann, wenn die Whirlpool-Funktion aktiviert wird. Um den Pool nun aufzublasen, verwenden wir den dazu gelieferten Schlauch. Nimm den Adapter mit dem größeren Durchmesser und dreht ihn an die Pumpe. Anschließend öffnet ihr das Luftventil am Whirlpool selber und steckt den kleinen Adapter hinein. Nun hängen wir das Stromkabel der Pumpe an eine Steckdose und betätigen die orangene Taste. Jetzt müsste die Lichtanzeige zwischen beiden Knöpfen dauerhaft rot leuchten. Hat die Pumpe Strom, gehen wir zum Bedienfeld. Haltet das Powerzeichen gedrückt, sodass die Pumpe angeht. Darauf klicken wir auf das Bläschensymbol, um den Pumpvorgang zu starten. Der Whirlpool beginnt sich aufzublasen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass er durch zu viel Luft platzt, da die Pumpe erkennt, wenn genug Luft drin ist. Anschließend pumpt ihr direkt auch noch die spätere Abdeckung des Pools ordentlich auf. Seid ihr zufrieden, so beendet den Pumpvorgang, indem ihr den Schlauch herauszieht und den Lufteingang zudreht. Zuletzt entfernt ihr den Schlauch auch noch von der Pumpe und verwahrt ihn sicher für das nächste Mal auf. Jetzt reinigen wir nochmal schnell den Pool von innen, damit das Ganze hygienischer ist. Wir verbinden die Pumpe mit dem Whirlpool an den vorgesehenen Stellen. Das ist kinderleicht mittels ein paar weniger Drehbewegungen erledigt. Als nächstes drehen wir noch den Filter und das Shemp Connect im Innenbereich des Pools dran. Bei simpler Einstellung des gewünschten Chlorgehalts kontrolliert und dosiert der Shemp Connect Chemikaliendosierer fortlaufend die korrekte Dosierung im Poolwasser. Nach mehrfachem Baden können wir das benutzte Wasser am Auslassventil durch das dazu befestigte Rohr an der Außenseite ausströmen lassen. Dieser Pool besitzt lediglich die Airjet-Funktion. Aus kleinen Löchern auf der Unterseite werden Bläschen erzeugt, die den Whirlpool-Charakter bieten. Es gibt noch andere Pools mit der Hydrojet-Funktion. Diese soll eine Massage durch den Wasserdruck erzeugen und eine Kombination aus beidem, welche sich Hydrojet Pro-Funktion nennt. Jetzt können wir auch schon das Wasser mit Hilfe unseres Gartenschlauchs einlassen. Das kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem wie groß euer Schlauch ist. Ist der Pool voll, gemessen an der sich im Innenbereich befindenden Min-Max-Kennzeichnung, decken wir den Pool noch ab. Dazu legen wir den Deckel auf den Pool und knipsen die Schnellverschlüsse zusammen. Diese besitzen eine integrierte Kindersicherung, das ist ganz wichtig, falls sich kleine und neugierige Kinder im Haushalt befinden. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Wärme. Deswegen gehen wir wieder zum Bedienfeld. Haltet die Power-Taste gedrückt, falls die Pumpe aus ist. Ist die Pumpe bereits an, so drückt die Schloss-Taste länger, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Die Kindersicherung aktiviert sich nach etwas Zeit jedes Mal von alleine. Anschließend wählt ihr die Temperatur, gemessen in Grad Celsius oder Fahrenheit, indem wir die Pfeiltaste nach oben oder unten drücken. Zuletzt müssen wir noch das wellenförmige Feld unten links klicken und schon wärmt sich der Pool bis zu unserer gewünschten Temperatur auf und behält diese bei Erreichen bei. Um für ausreichende Hygiene zu sorgen, gibt es das Whirlpool Pflegeset. Dieses Paket enthält beispielsweise Chlor, pH- und Plus, Düfte, mehrere pH-Wertmesser, Metalleentferner, Salz und Zusätze. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Bei Anwendung muss man zur Benutzung des Pools bis zu 12 Stunden warten. Haben wir all das gemacht, dann ist es auch soweit, die Abdeckung zu öffnen, die Whirlpool-Funktion durch die Bläschentaste unten auf dem Bedienfeld zu aktivieren, ein kühles Bier zu holen und den Feierabend einfach mal zu genießen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das war's von mir. Wie eingangs erwähnt, findet ihr in der Textbox den Link. Sollte ich euch mit diesem Tutorial weitergeholfen haben, so hinterlasst doch gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar nehme ich natürlich auch gerne. Ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Amazing Review.